Hi, good evening to everyone. Guten Abend. Ich dachte, in welcher Sprache sollte ich jetzt sprechen? Spanisch würde auch gehen, aber ich glaube, nur ein Bruchteil der Leute würden es verstehen. Gut, es geht heute darum zu erklären, wie man ein Bild von einem schwarzen Loch machen kann. Mal schauen. Weil dann natürlich ein schwarzes Loch kann man nicht so gut fotografieren, weil es schwarz ist. Aber ich erkläre erstmals ganz kurz. Man könnte auch ein tragbares schwarzes Loch haben, das wäre ganz nützlich, wie der da. Und wenn der Coyote kommt, dann kann man das vermeiden. Aber ich glaube, das ist noch nicht technisch möglich, sowas zu machen. Wir müssen uns fokussieren auf schwarze Löcher, die da oben sind im All. Und warum? Die Folien sind auf Englisch, damit die Leute das auch folgen können. Warum sprechen wir von schwarzen Löchern? Gut, die sind schwarz, weil ein schwarzes Loch ist ein Bereich in der Raumzeit, wo nichts weggehen kann, sogar das Licht kann nicht weggehen. Deswegen, wenn es kein Licht rauskommt, ist es schwarz. Und dass es alles da reinfällt, ist ein Loch, ist wie ein... Und deswegen nennen wir das so. Dieses Konzept wurde 1968 kreiert von John Wheeler, um zu beschreiben, was man erwartet. Aber wir haben die noch nicht gesehen. Das heißt, das ist eine Annahme, dass es die gibt und die so funktionieren. Und um ein bisschen zu erklären, warum das alles so ist, wir können uns vorstellen, dass die Schwerkraft so wie ein Loch in einem See ist und dann alles, was in der Nähe kommt, bis eine gewisse Geschwindigkeit, fällt darunter, da gibt es keine Hoffnung, wegzukommen. Wenn man die richtige Geschwindigkeit hat, und kann man dann gegen die Anziehungskraft steuern, da bleibt man da stecken. Wir sprechen dann vom Ereignishorizont. Das ist der Punkt, wo man nicht zurückkommen kann. Oder wenn man da weiter weg ist, dann kann man rausgehen. Das ist... Und das ist... für alles, was da reinfällt, auch für die Materie. Und wir gucken das gleich, wie man das ein Bild machen kann. Erste Näherung, man geht ins Kino und man lässt sich von Hollywood zeigen, wie ein schwarzes Loch aussehen kann. So wäre das, es gibt einen Film, darüber, es ging darüber, vielleicht habt ihr das gesehen. Das ist Interstellar, aber dieses Bild ist falsch. Da ist was, was nicht stimmt. Weil die haben eine Sache vergessen, ist, dass das, was auf uns kommt, sollte viel blauer aussehen und was weg von uns geht, zum Beispiel hier, sollte roter sein. Tatsächlich wäre das schwarze Loch Bild nur die linke Seite. Okay? Gut, aber wir versuchen selber mit astronomischen Methoden sowas auch zu machen. Und dafür brauchen wir ein Netzwerk von Teleskope. Wir müssen Teleskope auf der ganzen Erde stellen, die man mit einer bestimmten Zeitmarke zusammenschaltet. Und das können wir mit dem Global Millimeter VLBI Array, ist hier unten geschrieben. Das ist ein Netzwerk von Teleskopen, die sich einigen und sagen, okay, nächste Woche um 10 Uhr morgens gucken wir alles auf die gleiche Quelle von alle diese Teleskope da. Und dann kann man irgendwie ein Bild rekonstruieren. Gut, ich werde kurz beschreiben, was ist das, wie kommt das zustande, wie können wir das schaffen. Erstmals brauchen wir fokussieren auf einer der Teleskope, das ist Pico Veleta in Südspanien, Iram ist ein Beispiel. Da kann man messen, das ist ein Teleskop auf der Sierra Nevada, auf den Gebirgen in Südspanien. Wie man sieht, kann man auch andere Aktivitäten machen, wie in der Nähe. Und dann, wenn man richtig guckt, das Teleskop gerade misst. Das ist die Messungen von 2017 im April, um dieses schwarze Loch zu folgen oder zu kartieren, ein Bild davon zu machen. Okay? Es geht darum, die Wellen kommen in dem Teleskop, die werden irgendwo da konvertiert in eine Spannung und irgendwann werden die in Festplatten gespeichert. Und wir haben so viele Daten, das kommen eine Unmenge von Daten, es kommen 64 Gigabit pro Sekunde. 64 Gigabit pro Sekunde heißt, dass in einer Sekunde haben wir unser Handy vollgemacht mit Daten. Und wir müssen das so machen mit vielen Festplatten gleichzeitig. Hier werden die Daten wirklich gespeichert, vor 2 Jahren, im April. Und dann, diese Platten haben so eine Unmenge von Daten. Das ist nicht Mega, nicht Giga, nicht Tera, es geht um Petabytes von Daten,
Die kann man einfach nicht so per Internet schicken. Die muss man alle diese Kisten, muss man dann, na gut, das ist wie man, ui, kann man das leiser machen? Could you, the sound, here. Oh, okay. Da sehen wir Pablo Torné, der misst gerade, wie heiß die Platten sind, weil wenn die zu heiß sind, dann muss man mal schauen und die Messungen stoppen. Okay, man nimmt diese Platten und man lädt sie auf einem Auto oder so und man schickt die zu einem Superrechner. Der übrigens, dieser Superrechner ist nicht weit von hier, ist in Endenich und da kann man diese Daten verarbeiten. Okay, die Daten kommen in diese Gebäude und weit von hier auf dem Hügel. Da ist der Korrelator, da geht man rein, durch die Tür, da am Ende des Flurs kommen die Bänder. Das heißt, wenn man die Bänder schon trägt mit der Karre, ist man schneller als die schnellste Datenleitung der Welt. Da hat man ein paar Petabytes in der Hand und man geht so schnell. Okay? Aber wirklich. Gut, und dann kommen die im BLW-Korrelator. Die Daten werden dann ausgepackt, geguckt, werden da da haben wir viele, viele Daten, um die zu verarbeiten, zu korrelieren. Die Daten werden dann zurück, da spielt man wieder, was man gespeichert hat, auf dem Südpol oder in Chile oder was auch immer. Kann man da, und dann, was man gespeichert hat, ein paar Monate später kommen die Daten an und dann nehmen wir die Daten da, werden gespielt und dann macht man zwei mathematische Operationen. Für die Fachleute sind eine Multiplikation und eine Fourier-Transformation. Ich will nicht da gehen. Und dann in unserem Superrechner wird das alles korreliert und was man sieht, ist, da blinken die blauen Lichter. Aber das heißt, es funktioniert. Okay? Gut, konzeptuell gesehen ist es so: Wir haben mehrere Antennen weltweit. Und von zwei Antennen bekommen wir ein Signal, das muss man irgendwie zusammenbringen in diese Maschine, heißt Korrelator. Und dann kommt so ein, wenn wir so einen Punkt hier sehen, sagen, ah, wir haben es gesehen. Die Welle, die in einem Teleskop gekommen ist, ist die gleiche Welle als in einem anderen Teleskop. Es ist da. Wir können auch andere Teleskope nehmen, ein anderes Paar, wie hier ALMA in Chile. Und ah, hier sieht man nicht gut, das ist der Large Millimeter Teleskop in Mexiko. Dann kommt schon wieder ein Plot. Und mit zwei von diesen Punkten da haben wir ein Pünktchen in eine bestimmte Messungsverfahren. Das nennen wir die Fourier-Ebene, aber das ist nicht so wichtig jetzt. Aber wenn wir dann so zwei Punkte haben, haben wir so ein Bild. Das ist nicht so gut, aber es gibt eine Idee, man lässt die Erde drehen. Wenn die Erde sich dreht, jeder dieser Punkte wird nicht ein Punkt, sondern wir können das hier sehen. Wir haben Teleskope in Südpol, in Hawaii, es kommt gleich, in Spanien. Und dann sieht man, dass diese Punkte keine Punkte werden, sondern werden die Striche. Und mit mehreren dieser Punkte könnten wir ein besseres Bild machen, das mit einem Trick, wie ich sagte, eine Fourier-Transformation. Wir sehen gleich, wie das geht. Das versuchen wir für den Schatten ein schwarzes Loch zu sehen oder für ein schwarzes Loch mit dem sogenannten Event Horizon Telescope. Das ist Ereignis-Horizont-Teleskop. Zurzeit ist eine Zusammenschaltung von 8 bzw. 9 Teleskope. Die muss man in ganz weite Ecken der Welt schicken, wo es trocken und wo es nicht viel Luft gibt. Und das ist möglich im Südpol, in der Atacama-Wüste in Chile, in Hawaii, auf einem Vulkan in Mexiko. In der Regel man hat nicht so viel gutes Internet da, deswegen müssen wir dahin. Und wenn wir das so machen, wenn wir die mehrere Punkte kombinieren, da bekommen wir so vom ersten Bild, wir sehen das gleich nochmal, wenn wir ein paar Pünktchen haben, ist unser Bild schrecklich. Aber man lässt die Erde sich drehen, dann haben wir viel mehr von diesen Punkten und am Ende kommt so etwas, das ist eine Simulation, das ist ein synthetisches Bild, vielleicht ist das echte Bild ein schwarzes Loch ähnlich, das sagen die Theorieleute, das wissen wir nicht, aber da sieht man, wie man diese Bilder rekonstruiert. Okay? Für diese Idee, das ist eine ganz nette Idee, haben wir den Nobelpreis bekommen, die Kollegen von... Das hat man in den 50er gemacht und in den 70er haben sie die
die Kollegen in England, so einen Preis bekommen. Das war eine schlaue Idee. Und was wollen wir denn machen? Wir wollen messen, was passiert in der Umgebung von einem schwarzen Loch. Das ist eine Simulation von der Kollegin in Frankfurt. Da haben wir in der Mitte ein schwarzes Loch. Um den schwarzen Loch fällt Materie, wird akkretiert. Dann entstehen Magnetfelder. Und diese Magnetfelder machen, es gibt auch Turbulenz in diese Akkretionsscheibe, so nennen wir die. Dann durch diese Drehung von Materie und so entstehen starke Magnetfelder und wir sehen gleich, was passiert. Das ist, was die Simulationen uns sagen. Wir sehen auch das mit Messungen. Und dann diese Spaghetti ist da, diese Fallen sind die Magnetfelder und dann entsteht, was wir Jet nennen. Das ist eine Düse von Materie. Die Materie fällt runter, wird in diese Magnetfelder gefangen. Da ist das alles erklärt auf Englisch. Das ist hier innerhalb wäre der Schatten vom schwarzen Loch. Wir sehen den nicht. Und was wir doch sehen, ist, was herum rauskommt aus diesem Schatten, aus dieser Simulation, aus dieser Scheibe. Diese Magnetfelder sind da, sind überall. Und am Ende, was wir sehen, ist da eine Akkretionsscheibe und etwas, das ganz gewaltig rauskommt. Es ist so groß, das kann größer als eine Galaxie sein. Die nennen wir Jets oder Düsen von Materie. Das sieht man in der Regel mit Radioteleskopen seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren. Jetzt geht es darum, das zu sehen, was da drinnen passiert. Das ist die Idee und da haben wir zwei Kandidaten. Es gibt nur, so stellen wir uns vor, zwei Galaxien oder zwei schwarze Löcher, wo das geht. Eine ist nicht weit von hier, ist im Zentrum unserer Galaxie. Aber das ist nicht gefährlich, es ist einfach ein paar tausend Lichtjahren weg. Und da, hier, das ist ein Bild von einem Teleskop in Südafrika, sieht man, dass es alles durcheinander ist, viel Materie da, aber da irgendwo in der Mitte ist ein schwarzes Loch. Wir können hier die Bilder von den Kollegen von ISO zeigen, das sind optische Bilder, nicht radioastronomische Bilder. Und das kommt, das wird dann, glaube ich, kommen, dass, wenn wir da reinzoomen, irgendwo in diesen Staub, wenn wir mit Radioteleskopen oder mit Infrarotteleskopen gucken, können wir sehen, dass es da drinnen doch was ist. Ich zeige gleich. Wir zoomen dann langsam in diesem Bereich. Das sind man ganz anders im Radiobereich, je nachdem, welche Wellenlänge wir nutzen. Wir kommen da näher und näher und näher. Und dann sehen wir, dass es irgendwo gibt es viel Plasma, viel Materie, Elektronen, Gas, alles herum. Wir zoomen weiter drin und da haben wir gesehen, dass es mehrere Sterne gibt, die irgendwo in Kreise laufen. Und ein paar von diesen Sternen drehen sich sehr schnell um was, das sehr schwer sein muss. Aber wir wissen nicht, was das ist. Wahrscheinlich, wenn wir die Berechnungen machen, das muss irgendwie, es ist fast sicher, da ist ein schwarzes Loch. Und ein schwarzes Loch von 6 Millionen Sonnenmassen. Das heißt, es ist wie unsere Sonne, aber 6-mal Millionen schwerer. Aus diesen Laufbahnen von dieser Sterne da kann man denken, da ist ein schwarzes Loch. Und das wollen wir mit unseren Teleskopen messen, Radioteleskopen. Okay? Das ist ein Fall, wo es sein kann, aber es gibt Probleme. Wenn wir denken, dass es voll von Materie ist, dann gibt es eine Sache, die heißt Streuung. Wir wollen ein Bild von einem schwarzen Loch machen, aber wir haben viel Nebel vor uns. Dann, diesen Nebel wird es so aussehen. Und bis jetzt, das beste Bild, was uns gelungen ist, von diesem schwarzen Loch zu machen, ist vor ein paar Wochen veröffentlicht worden. Das wäre die Simulation. Das ist, was man die Simulation von schwarzem Loch plus Nebel macht, das ist, was wir gesehen haben. Und da können wir ableiten, dass das schwarze Loch so aussieht. Das ist nicht genug, aber das haben wir bei einer Wellenlänge gemessen von 3 mm. Wir können tiefer gehen bei 1 mm und dann vielleicht sehen wir was. Das ist die Idee von diesem Ereignishorizont-Teleskop. Die andere Galaxie, wo das geht, ist, heißt Telefonnummer SM87 oder Virgo A in Sternbild von der Jungfrau. Da wissen wir schon seit Jahren, dass es ein wunderschönes Jet gibt. Dieses Jet kennen wir tatsächlich vor 100 Jahren schon. Das ist das erste Jet, das man in der Geschichte gesehen hat. Aber jetzt geht es darum, nicht das da weit weg zu gucken, sondern hier drinnen, was in der Mitte ist. Und das beste Bild, was da man bekommen hat,
hat, tschatschan, wo ist der? Ja, Jung, dieser Mensch bekommen ist hier im Raum. Ah, hier ist er. Das hat er gemacht. Das ist das Beste. Aber wir denken, da ist ein schwarzes Loch und da sollte man einen Schatten sehen. Das sagen auch die Simulationen. Diese beiden Quellen wurden vor 2 Jahren gemessen, zum ersten Mal, dann vor einem Jahr im April. Und es geht darum, das Bild zu machen. Und wir haben die Daten ausgewertet. Die Daten sind kartiert worden, worden von 4 verschiedenen Teams, von Leuten, die nicht miteinander sprechen konnten. Die haben alles kalibriert und das ist alles sehr schwierig und da muss man sicher sein und so. Und ich glaube, wir haben das Bild schon. Das Bild kommt gleich. Ist da. Okay. Wer sind noch? Die alten Leute wissen, was ich damit meine. Wer sind noch bei der Feinjustierung von der Sache? Die Daten sind in der Auswertung, sind in dem Refereeing-Prozess und wir dürfen die noch nicht zeigen, wenn es ist nicht klar, was da rauskommt, aber wenn man ein bisschen Geduld hat, in ein paar Monaten, sind die dann raus und dann können wir statt dieses schönes Bild ein Bild, wir wissen nicht, noch nicht, wie es aussieht, aber dann bleiben Sie gespannt, bleiben Sie treu, gucken Sie mal und in ein paar Wochen, Monate können wir mehr sagen, aber es geht noch nicht, okay? So, das ist unser Bild soweit von schwarzem Loch. Geduld. Danke. Thank you.